zur Tagesordnung, Tagesordnung vom 8. Dezember sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 68 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache jeweils 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag aufgerufen. Noch eingegangen und in Ihren Fächern verteilt worden sind zum Tagesordnungspunkt 16, zum Haushaltsgesetz 2016, Änderungsanträge der Fraktionen der CDU, bitte um etwas Aufmerksamkeit, Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit den Drucksachen 19-2936 bis 19-2945 sowie Änderungsanträge der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit den Drucksachen 19-2952 bis 19-2959. Die Änderungsanträge mit den Drucksachen 19-2914 bis 19-2921 inklusive 19-2915 neu wurden zurückgezogen. Die 19 Änderungsanträge der FDP-Fraktion sind soeben eingegangen und werden dann in die Fächer verteilt. Außerdem eingegangen und in Ihren Fächern verteilt worden ist zu Tagesordnungspunkt 4 Richtergesetz ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache 19-2899. Weiter eingegangen an den Plätzen verteilt ist zu Top 8 ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19-2960. Und es ist eingegangen in Ihren Fächern verteilt zu Top 15 Gleichberechtigungsgesetz ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19-2951. Sind Sie mit der so vorgetragenen Tagesordnung einverstanden? Stelle ich fest, dass die Tagesordnung genehmigt ist. Wir beginnen heute mit dem Tagesordnungspunkt 1 der Fragestunde, danach mit Top 4 geht es weiter, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Richtergesetzes. Entschuldigt fehlen bis ca. 15.30 Uhr und ab 18.30 Uhr Herr Ministerpräsident Bouffier. Die Frau Vizepräsidentin Ursula Hammann ist erkrankt, und die Frau Abg. Martina Feldmayer ist erkrankt. Gibt es weitere? Entschuldigung, bitte sehr, Kollege Bellino. Der Abg. Banzer ist entschuldigt. Der Abg. Banzer ist ebenfalls entschuldigt, das im Protokoll festzuhalten. Während der Plenartage können Sie das interaktive Informationsmodul Keltenwelt ach du lieber Gott, in der Ausstellungshalle besuchen. Hierzu Keltenwelt, ja. Hatten Sie etwas zu kritisieren, Herr Kollege Dr. Hahn? Ich habe gesagt, ach du lieber Gott, das ist die höchste Auszeichnung, die es für die Keltenwelt gibt. Also, ich lade Sie herzlich ein, sich dieses interaktive Modul usw. anzusehen. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommen folgende Ausschüsse zusammen. Der Haushaltsausschuss in Sitzungsraum 301b, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in Sitzungsraum 510w und der Innenausschuss in Sitzungsraum 501a. Einen runden Geburtstag konnte begehen unser Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lotz am 30.11. Am 30.11. kann man sagen, 1965 geboren. Ein junger Mann, ich wünsche im Namen des gesamten Hauses alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. So, das wären die Mitteilungen. Gibt es von Ihrer Seite etwas? Nicht der Fall.